Hi, schön, dass ihr da seid und willkommen zurück zu Sekiro. Ich bin so ein bisschen aus dem Tutorial raus und habe mich aber auch schon aufgeregt. Ich stehe hier vor so einem Oger. Ich würde mich aber ganz gerne nochmal woanders umgucken. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich weiß nicht, ich fühle mich hier nicht so richtig wohl bei dem. Konnte ich nicht ihm irgendwas? Dust. Ich hab doch diese. Ich hab doch diese Kette bekommen. Sollte ich die nicht ihm geben? Ich glaube schon. Nicht normal, ein Untoter. Ah ja, die Buddha-Statue ist es, okay. その鈴の音が呼び覚ますじゃろう。眠っちまってるお前さんの古い記憶を。So wird die Story erzählt, okay. Ah, what the fuck? Okay. Hirata-Anwesen. Das sieht cool aus hier. Das ist auch geil gemacht, ey. Gibt's hier Fallschaden? Handvoll Asche. Welches Jahr es ist. Seltsame Frage, ja, allerdings. これは過去ということか。何があった？賊どもが平田屋敷に巫女様を急ぐのじゃ。Okay. Ein Fisch? Enno, grüß dich. Löschpuder.
Fischi, 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 Fischi. Wie ist Sekiro? Das weiß ich noch nicht so richtig. Schatzkarpfenschuppe. Eine glitzernde Schatzkarpfenschuppe. Für den normalen Menschen ist es nur eine schöne Schuppe. Aber es gibt jene, die einen bestimmten Meister preisen und für diese Schuppen den wertvollen, zu den wertvollsten Dingen der Welt zählen. Es kann sich lohnen, sie zu sammeln. Okay. Also bis jetzt habe ich mich schon aufgeregt und aber auch schon viel Spaß gehabt. Ey, keine Kumpels rufen. Hundi? Oh, nee, kein Hundi. Reines Öl. Können leicht in Brand gesteckt werden, sodass ihre Vitalität durch Feuerangriffe stärker geschwächt wird und sie anfälliger für Status an. Oh, da muss ich auch erstmal mit klarkommen, was hier alles geht, ey. Okay. Mibu Eigentumballon. Größere Chance, Objekte zu erhalten. Okay. Da hinten ist auch noch was. Mein Gott. Alles voll mit Loot. Oh, oh Gott. Oh. Göttliches Gras. Geheime Medizin, die die Vitalität vollständig wiederherstellt und alle Statusanomalien heilt. Ein kleiner Teil von Ashina ist uralt. Die alte Erde, der Fels und das Wasser, das Land tränkte. Sollen die Aufmerksamkeit der Götter erwecken. Der Dr. Dogen studierte die Pflanzen an den uralten Orten und entwickelte mit ihrer Hilfe das Rezept für die Medizin. Aha. Ein runder, vertrockneter, roter Kürbis, der mit Heilwasser gefüllt ist. Das Heilwasser füllt sich beim Rasten wieder auf. Wait. Reduziert die Ansammlung an Verbrennung und erhöht leicht den Verbrennungswiderstand, halt aber nicht die Brennstatusanomalie. Aha. Alte Maske deines Tänzers. Kompendium für die Kampfkunst des fließenden Übergangs. Sie wird im Wert des Textes freigeschaltet. 5 Schuppen. Ich will hier drauf, um zu gucken. Lass mich da hoch.
Gibt's hier noch mehr Karpfen? Oder waren das die zwei? Komme ich irgendwie in dieses Gebiet zurück, dass ich mit dem handeln kann? Muss ich ja fast irgendwie, wenn ich jetzt hier nur zwei Karpfen finde. Ich find's ganz geil, wie schnell er rennen kann. 3. Yggdra, hi. Ja, freut mich, dass du den Weg hierher gefunden hast. Es freut mich natürlich auch, wenn die Leute meine YouTube-Videos gucken. Das will ich hier gar nicht schmälern. Ich überlege gerade, ob ich mir von dem jetzt diese Kürbisflasche kaufe. Die war ja für... Zwei. Lohnt sich das? Reduziert die Ansammlung an Verbrennung. Eigentlich hätte ich lieber das. Ich warte mal noch ab. Vielleicht, ja. Vielleicht komme ich später nochmal zu dem zurück. Ja, Yggdra, wir sind mittlerweile in Sekiro angekommen. Welche Sachen hast du dir denn so angeguckt? Oh, Leute. Ah, ich glaube, das ist nicht so geil, wenn man hier so viele Gegner auf sich anlockt. Ah, Elden Ring, okay. Du hast auch noch nicht genug Schmerzen gelitten mit den Souls-Teilen. What the fuck? Ach so, weil ich wegen Sekiro. Ihr Schweinebacken. Es ist unglaublich, ah, was man sich immer anhören muss oder lesen muss hier teilweise. Oh Mann, ey. Ihr seid echt wieder freundlich heute.
Wie gefällt es dir bisher? Besser und besser tatsächlich. Ich hatte anfangs so die ein oder andere Schwierigkeit. Ich habe auch schon lauthals geflucht. Okay. Wow, 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 wo kommt ihr denn her? Was ist hier los? Ah, dieses Feuer. Können wir das irgendwie anders regeln, Leute? Und diese Bogenschützen in der Entfernung. Wo ist er? Da oben drauf. Nee, den bitte. Ah! Oh, 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 ich bin da nicht mehr. Ich bin... Die haben mich in die Ecke gedrückt, die Schweine. Ja, sind ganz schön viele Boys unterwegs. Jawohl. Es sind nur noch drei Boys und ein Hundi. Ah, ich kann auch aufgeladene Angriffe. Okay. Hi. Welch ehrenhaft hinter. Welch ehrenhafte Kampftaktik. Ey, es funktioniert, okay? Oh. Wartet mal kurz, ich muss mich ein bisschen heilen. Sie bewerfen mich mit Zeug. Lootstaubsauger, den finde ich super. Also das ist das beste Feature in diesem Spiel. Aber er sammelt nicht alles ein, ne? Es liegen manchmal noch Sachen rum. Ja, hier zum Beispiel. Flammenlauf. Feuer spuckt. Ah, Prothese. Okay, cool. Löschpuder. Reichtum. Kügelchen, sehr gut. Kügelchen brauche ich. Ohne gutes Essen. Geht gar nichts.
Ja, man fühlt sich ein bisschen wie Spider-Man im Japan des... Was ist das? 18. Nee, 16. Jahrhundert. Oh! Ey, nee, stopp jetzt! Was ist das hier? Scheiße. Kacke. No! Oh, ich kann auf... Okay, cool. Nehme ich... Irgendwo oben hat mich einer bemerkt. Nante, quiero tomo hoy. Onshi, taska, shinobi wa na. Ihr seid ein Shinobi, nehmt die Shinobi-Axt aus dem Tempel und spaltet ihnen ihre Schädel, bitte. Geil. Ah, super. Wie er noch freundlich bittet. Ah. Ah, nee, okay. Ach, komm. Ich will doch nur da entlang laufen. Nein, falsche Taste. Wir bestellen Buddha nicht, okay? Alter! Der Harry! Dankeschön! Also ihr bestehlt Buddha nicht, aber ich darf, oder wie? Ach so, weil der gesagt hat, ich soll die Axt nehmen. Eine schwere schwarze Steinaxt, die von Shinobi verwendet wird, in der Shinobi-Prothese zum funktionsfähigen Prothese. Gewaltige Axt schneidet wenig, sondern zerstört mit ihrem Gewicht. Sie war einst die Lieblingswaffe eines Shinobi, der als springender Affe des gesunkenen Tals. Was ist das? Alter! Harry, Yggdra, Dankeschön. Ein Hype Train ist gestartet. What the fuck? Das ist auch das erste Mal, dass ich das sehe. Okay, Axt, die kann ich aber einbauen nur in meinen Dingens, ne? Wenn ich das richtig verstanden habe. おとなしく投降しないと痛い目見るぞ。聞こえてんのか。ああ。
Und wer ist hier drin? Wen will er überfallen? Hier ist doch niemand. Hallo? Jemand zu Hause? Ein Shinobi-Jäger. Alter. Ey, Miko, abonniert auf Stufe 2, Alter. Dankeschön. Ey. Ey, das ist ja der Hammer. Es ist unglaublich. Sorry, glaube ich, vielleicht, weiß ich nicht. Was habt ihr noch für Infos? Einfach mal ein Hype-Train gestartet, ich noch nie gesehen, ey, das ist... Ach, geil, ey. Gegenmittelpuder. Halt den Status Anomalie Gift. Okay. Okay. Gibt's hier einen anderen Weg? Alter! Was ist jetzt? Harry, danke, Mann, was ich... Ich weiß immer nicht, ich weiß nie, was ich sagen soll, Alter, bei solchen Nummern. Ihr, das ist... Ach, danke. Dankeschön. Vielen Dank, Mann. Kleine, verhüllte Jizu-Statue. Drohnenstelle im Gebet. Zwischen den Händen gehalten, stelle Einheit aufstellen. Ah, okay. Stellt es eine Einheit Auferstehungsmacht wieder her. Das Einhüllen einer steht für elterliche Liebe. Cool. Damit du mich nicht mehr Harry nennst. Aber da steht X-Hari. Xari bitte. Okay. Alles klar. Xari, alles klar. In Ordnung. Passt. als wärst du ein Bathtub-Girl. Oh, fang bloß nicht damit an. Felix hatte mal vorgeschlagen, ob wir das nicht machen wollen. So, ihr habt Schilde. Das ist ja wild. Finde ich. Was mache ich jetzt mit euch beiden? Was mache ich denn jetzt mit den beiden?
Okay, das war ein schneller Schlag. Hau mich nochmal. Alter. Okay, weißt du was? Nee. Einfach nein. Konnte ich hier nicht gerade irgendwo hoch, da. Ich weiß nicht so ganz, warum es hier einen Ast gibt. Warum ist hier ein Ast? Verstehe ich nicht. Ist das eine Boss-Tür? Nee. Dahinter ist noch so eine Statue. Was bist du denn? Dich muss ich zweimal killen. Ich habe aber zu wenig Leben dafür, Freundchen. Stoßangriffe können nicht geblockt werden, aber dafür pariert. Mikiri-Konter kannst du auch Stoßangriffe kontern und bei erfolgreicher Durchführung der feindlichen Haltung mehr Schaden zufügen als mit gewöhnlichem Parieren. Was? Ach, ich darf hier nicht durch. Holy shit, okay. Ich habe zu wenig Leben hierfür. Jungs und Mädels. Ich habe wirklich zu wenig Leben hierfür. Ach so, jetzt weiß ich, wofür der Ast ist. Dass ich hier einfach wieder rauskomme, falls ich reinfall, wa? Du hast dein Level 2 Hype Train Emote erhalten. The fuck? Verrückte Sachen, die hier abgehen. Ist der da alleine? Ich glaube, der ist alleine, wa? Ich bin eigentlich auf der Suche nach so einem Wiedereinstiegsschrein. Wow. Hi, wer bist du? Wie? Okay. Super. Mist. Na, das hat nicht funktioniert. Wie funktioniert dieser Konter? Er hat nur gesagt irgendwas von wegen Konter, aber er hat nicht gesagt, wie ich den mache. Mikiri-Konter. Wow, jetzt sind alle wieder am Leben, wa? Habe ich den noch nicht gelernt, vielleicht? Kann das sein? Ah, muss ich lernen. Okay, verstehe.
Okay. Nee, what? Okay. Ach, kann von dieser Seite nicht geöffnet werden, okay. Wo bin ich überhaupt jetzt gelandet? Ich bin ganz woanders als vorhin, oder? Extra gegen Stichangriffe, okay. Ich habe vergessen, die Tür aufzumachen, verstehe. Gokans Konfekt. Reduziert für kurze Zeit den Schaden der Haltung. Aha, guck mal an. Abkürzung freigeschaltet. Läuft. Nee. Ist das... blöde Mistviecher. Kügelchen, wichtig. Hier war das Wiederaufladungsding für... Okay. Das Gift habe ich ja jetzt noch, ne? Das Entgiftungszeug. Geht hier hinten noch irgendwas? Mal gucken, ob da noch was los ist. Sieht nicht so aus. Von wo kann ich den wohl belauschen? Gar nicht mehr.
Ey, nicht anzünden. Wartet mal kurz, Jungs. So. Oh, hi. Diese Sounds, die der Schwertkampf macht, die hören sich so krass an. Das ist schon echt cool, ey, muss man wirklich sagen. Wie das hier alles abgeht und wie schnell man unterwegs ist und was man machen kann und so. Verschiedene Wege für die ganzen Kills. Mega cool. Wie ein Ninja an denen vorbeigerannt. Ah, und runtergefallen. Gut. Wie schnell er durchs Wasser laufen kann. Geil. Warum wird mir jedes Mal angezeigt, wenn ich Keramiksplitter sammle? Du bist weit gekommen. Für einen Abtrünnigen bist du ein würdiger Shinobi. Es ist meine Pflicht, den jungen Herrn zu beschützen. Kurusan-sama. Kurusama. Wenn ich versage, wird Isshin-sama mir niemals vergeben. Lass uns zusammen kämpfen. Okay. Okay. Also das mit diesem... Boah. Okay. Und jetzt habe ich hier aber nirgendwo einen Respawn bekommen. Das ist voll hart. Beziehungsweise habe ich ihn einfach nicht gefunden. Was ist das mit diesem fäulnis Zeug? Ich habe immer noch keine Ahnung. Ängstliche Dienerin, was? Geistembleme. Nee, davon habe ich genug. Körpermerkmale verbessern. Ach so, ja, okay. Ach. Nee. Nochmal. Zu viel Rush Mode. Ja, pff, keine Ahnung, ich bin doch. Weiß nicht. Da ging's doch lang. Bin doch nur dem Weg gefolgt.
Okay. Okay. Das ist anders. Das ist wirklich ganz anders hier. Erstmal dran gewöhnen. Erstmal an alles gewöhnen. Das ist alles anders. Ich weiß nicht, was ich erwartet habe, aber das habe ich nicht so erwartet. Ich hab doch die Tür hier aufgemacht, oder? War die hier? Oh, okay. Cool. Nice. So, welchen von euch Mistkerlen muss ich jetzt abziehen, damit ich den Schlüssel bekomme, um da durchgehen zu können? Weil da ist nämlich doch so ein Respawn-Ding. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Ach, wir haben schon wieder. Schon wieder seltsame Dinge, die hier passieren. Dass ich das nicht blocken kann, nicht parieren kann. Ach, und er zoomt mir nach. Ah, ich hasse das. Ich verstehe nicht, was das soll, ehrlich gesagt. Warum komme ich hier an Gegner, die ich nicht... What the fuck?
Ich bin doch schon am Weglaufen, Mann. Also, das Spiel erklärt mir, wenn ich ein rotes Symbol habe, dann kann ich den Angriff nicht blocken, nicht parieren, in keinster Weise. So habe ich es verstanden. Und dann kann ich solche Angriffe doch parieren? Hä? Und dann muss ich unterscheiden können, welche nicht und welche schon, oder was? Dann können sie das rote Ding auch gerade weglassen. Oder habe ich irgendwas falsch verstanden? Kann ich doch alle ihre Angriffe, auch die mit dem Roten, parieren? Und das ist nur ein Timing-Ding. Dass ich bei dem Roten noch vorsichtiger sein muss, oder was? Verstehe ich nicht. Naja, was heißt Hilfestellung? Ja, schon. Das ist eine Spielmechanik so. Also, das Spiel sagt mir, ich kann diese Angriffe nicht parieren, jetzt darf ich sie doch parieren. Das habe ich nicht verstanden. Ich sehe nichts. Und dann weicht er manchmal so komisch aus. In irgendeine wilde Richtung. Ja, aber kann ich die jetzt blocken oder nicht? Weil das Spiel hat gesagt, ich kann die nicht blocken. Aber anscheinend kann ich es ja doch. Mit perfektem Block, ja. Dann kann ich die mit einem perfekten Block doch blocken. Oh Mann, ey, das kann mir das Spiel aber auch sagen, ey. Dass das... Also, naja, okay. Ja, Miku, ich hab den schon auf dem Schirm so halbwegs.
Okay, na gut, dann nicht. Du kommst frisch aus Elden Ring. Ja. Habt ihr mich jetzt gesehen? Kommt ihr hinterher? Nee. Kannst du bitte weggehen? Und aufhören, in meine Richtung zu kommen? Könnte ich den jetzt angreifen? Was ist mit ihm? Jetzt kann ich ihn angreifen. Snack! Du hast nicht das Geringste gesehen. Es ist nichts passiert direkt vor deiner Nase. Das glaubst du nur. Wow. Er kommt einfach irgendwo aus dem Nirgendwo rausgerannt. So, sind die beiden... Ist da jetzt alles tot? Ist da nur noch der? Nur noch der eine übrig, oder? Ah ne, das ist noch einer. Ein anderer. So, und dann haben wir jetzt noch den. Scheiße. Okay, man kann einen noch erwischen, wenn man das Seil benutzt. Das wusste ich nicht. Ich dachte, ich bin schnell genug da weg. Gut, was dazugelernt. Mist. Nochmal von hier. Ja, ich habe aber auch noch nicht so wirklich verstanden, wie das Ganze funktionieren soll, mit dieser Pike.
So, das ist natürlich auch mies. Kann ich hier rüberlaufen, ohne dass der Bogenboy mich... Oh, wo kommt er denn her? Oh. Ups. Ach, er ist immer noch hier. Er soll mich jetzt mal in Ruhe lassen. Ach, die zwei haben mich jetzt auch bemerkt. Ah, blöd. Könnt ihr bitte aufhören jetzt? Alles gut, hier ist niemand. Hier hat sich kein Shinobi versteckt auf dem Dach. Genau. Das habt ihr euch alles eingebildet. Ihr braucht auch nicht eine erhöhte Alarmstufe oder sonst irgendwas haben. Alles gut. Hier ist niemand. Hier war noch nie jemand. Nee, da kann ich doch nicht... Also den kann ich nicht killen, ohne dass die da oben das mitkriegen, oder? Jedenfalls noch nicht. Vielleicht geht's ja irgendwann. So, jetzt würde ich gerne da hoch. Ach, guck mal. Das geht. Weil die zwei... Die waren immer gefährlicher. So, perfekt. Genauso wollte ich's doch. Guck mal, jetzt. So, Kumpel. Jetzt zeige ich dir mal was. Kuckuck. Hier bin ich. Aber weißt du was? Ich bin auch schon wieder weg. Hier sind keine Shinobi auf Dächern. Hier sind keine Shinobi auf Dächern. Du kannst wieder... Ah, kriegt er seinen Punkt wieder? Kriegt er seinen Punkt wieder, wenn er... Oder ist er jetzt durchgehend aggro auf mich, weil ich ihn... Ob du dir damit einen Gefallen tust? Ich weiß es auch noch nicht, bin mir noch nicht sicher. Ich hatte gehofft, der verliert aggro und hat aber einen so einen roten Todesbobbel weniger, aber anscheinend verliert er keine aggro. Hier, friss das! Oh, der weicht dem aus, lol. Mistkerl. Ich will halt nicht von da hinten her rennen, dann hier die alle immer killen müssen. Das ist voll anstrengend. Ja, guck mal, das... Ach, du bist doch ein Scheißkerl, bist du. Ich kann nichts gegen dich tun. Später. Das trifft mich auch nicht vorne, ne? Nee, das trifft mich erst, wenn er mich halb aufgespießt hat. Hau ab!
Hier ist kein Shinobi. Hier ist kein Shinobi. Geh weg! Geh weg! Oh, shit! Ah, doch, geht! Geh weg, geh weg, geh weg! Geh weg, geh weg! Nicht ausspießen! Nein! Ach, fuck! Keine Ahnung, Alter. Das Spiel hat ganz, ganz komische Hitboxen bei manchen Waffen. Ganz, ganz komische Hitboxen bei manchen Waffen, ey. Warum trifft er mich denn, wenn er quasi schon Brust an Brust mit mir dran steht? Erst dann kriege ich den Treffer von seiner Pike, wenn er auf mich zustürmt. Was ist das? Was soll denn das? Das ist ein beschissener Gegner. Ach, Sepp. Ich hänge hier an diesem Scheiß. Ich komme durch dieses dämliche Dorf nicht durch, weil ich es nicht auf die Kette krieg. Beziehungsweise, nee, ich würde es schon hinkriegen. Wenn das Spiel gut wäre. Aber leider ist das Spiel, sind die Hitboxen ein bisschen kacker. Und seltsame Treffer an manchen Stellen. Ey, ich meine, guckt euch das doch an. Das habt ihr doch vorhin auch gesehen, dass der mich trifft. Also ganz komisch trifft mit seiner Waffe. Das Spiel muss blöd sein. Das ist doch gar nicht wahr. Das Spiel ist in dem Fall blöd. Es ist schlecht gemacht an den Stellen. Die Hitbox von dem Typen, der mich grabbelt. Leute, komm, ey, das... Ihr könnt doch das nicht verteidigen. Der Typ, der mich grabbelt, und obwohl ich nicht in seinem Griff drin bin, dann der Typ, der mit der Pike auf mich zurennt und durch mich durchsticht und der Treffer erst bei mir ankommt, wenn er mit Brust an mir steht und nicht, wenn seine Waffe auf meine Waffe trifft. Also... Der Rest ist ja cool, aber das sind jetzt schon zwei Situationen, die einfach super nervig sind. Bei einem Spiel, wo es darum geht, dass sowas halt genau sein muss. Das Spiel lebt doch davon, dass es exakt genau funktioniert und das Trefferfeedback, die Waffen und alles genau sich da treffen, wo sie sich treffen sollen. Und dann gibt's sowas zwischendurch. Hoppla, das war so nicht geplant.
Ich meine, wenn sich das jetzt noch öfter durchs Spiel durchzieht, dass es echt miese Hitboxen hat bei manchen Sachen, dann muss ich sagen, sorry, aber nicht geil. Es sind jetzt schon zwei Gegner, bei denen es so ist. Zwei Gegner mit jeweils einer Attacke. Wie viel füllt sich eigentlich dieser Ring auf, wenn ich das mache? Scheiße. Ich hatte mich ja schon ein bisschen gefreut, ne? Aber die Freude wird gerade ganz schön hart runtergeprügelt. Ich hatte wirklich gedacht, dass ich hier keine Dinge erfahren muss, die mich an Dark Souls 2 erinnern. Ein bisschen später. Wie gesagt, ey, also ich bin ja noch nicht, ich schmeiße es ja nicht in die Ecke. Ich werde es auf jeden Fall noch weiter probieren. Aber es sind halt jetzt schon wirklich, es sind halt leider echt schon, es ist jetzt schon die zweite Situation. Wenn es jetzt nur eine einzige Situation ist und ich habe halt leider das Gefühl, dass es noch öfter passieren wird. Dass entweder Waffen oder Griffe, Angriffe nicht die Hitboxen haben, die sie haben sollten. Man sich irgendwohin teleportiert, weil der Gegner den Griff, also das Spiel registriert den Griff, aber der Charakter steht einfach schon daneben, neben dem Griff. Und dann wird man in seinen Griff teleportiert. Das ist nicht schön anzugucken. Und das macht auch keinen Spaß, in solchen Momenten das so zu spielen. Weil man halt immer wieder das Gefühl hat, es richtig gemacht zu haben, weil man sieht, dass der Charakter nicht im Griff des Gegners steht oder in der Attacke des Gegners. Man drückt im richtigen Moment, aber die Waffe fährt durch einen durch und der Hit kommt erst nach der Hälfte der Waffe, wo man denkt, das kann doch nicht sein, ich habe doch gerade gedrückt, bevor er mich getroffen hat, wieso? Und dann auf das, also, und sowas verdirbt einem doch. Ey, ich hoff's, Leute, ich hoff's, dass es mir noch besser gefällt. Wir machen auf jeden Fall noch ein bisschen. Ich werde noch ein bisschen weitermachen, auch wenn ich mich jetzt hier 100-mal zu diesem Dude kämpf und 100-mal versuche, dem seine, diesen seltsamen Piken-Dinger zu besiegen. Ah, naja. YouTube, wir schauen, wie es weitergeht. Wir werden es erfahren. Ihr werdet es erfahren. Danke fürs Einschalten. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.